sich mit Hogata der Hexe zu vergleichen. Besonders nicht diese grässlichen kleinen Schlüpfe. Sie wollen mich zum Narren halten. Sie untergraben meinen Ruf als Zauberin. Sie bringen mich um eines meiner neuen Leben. Aber glücklicherweise habe ich noch weitere 8 für meine bittere Rache. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, ein bisschen Atem von der Fledermaus. Ein paar Spritzer Krötenspucke und voilà. Es ist fertig. Prost auf die Schlümpfe und ihren Untergang. Ich hab's! Ich bin ein Schlumpf! Juhu! Ach, ist das eine perfekte Verwandlung! Oh! Oh, Schreck! Ich hab den Schwanz vergessen! Teufel, ich muss mir sofort einen machen! Ui! Das wird gar nicht so einfach sein. Diese Erbse wird sich hervorragend eignen. Ich werde ihr gleich die richtige Farbe geben. Nun, noch ein bisschen Leim. Und schon ist der Schwanz fertig. Jetzt bin ich perfekt. Manchmal bin ich richtig begeistert von meiner eigenen Schlauheit. Und jetzt muss ich als Schlumpf ja irgendwo wohnen. Also auf Sasparia-Feld. Ein Ort mit diesem widerlich süßen Duft. Gerade richtig widerlich, um süße Schlümpfe anzulocken. Ach, dieser schöne Schlumpf ist stets ein neues Entzücken. Oh Mann. Hallo, Freund Schlumpf. Oh, hallo. Möchtest du ein paar Sarsaparilla-Blätter? Oh, aber ja, gern. Wie furchtbar. Wie furchtbar gut, tatsächlich. Hey, sag mal, hast du nicht mit Papa Schlumpf gestern die Schlumpfung geschlumpft? Ja, hab ich. Natürlich hab ich das. Von was in aller Welt redet dieser Schlumpf bloß? Also, dann gehen wir wohl am besten ins Dorf zurück. Ins Dorf? Oh, jetzt hab ich so gut wie gewonnen. Auf die Plätze! Alles auf die Plätze! Oh Mann, ist ja höchste Zeit für den Schlumpftanz. Und für mich höchste Zeit, meinen Rachetanz zu tanzen. Du Schlumpf da! Wo willst du hingehen? Oh, ich wollte gerade... Geh sofort auf deinen Platz, der Tanz fängt gleich an. Also dann, Schlümpfe, los jetzt. Oh, tralala, Upsasa. Upsasa. Hoppla. Oh, herrlich. Aufhören. Du hast geschnarcht und nicht aufgepasst. Entschuldige bitte. Du gehst besser woanders hin, Schnarchi-Schlumpf, bis du aufhörst, Verwirrung zu stiften. Verwirrung stiften? Aber ich habe doch gerade erst angefangen. Aber ein bisschen Faulwurzelgift wird die Suppe noch besser würzen. Suppe ist fertig, komm zum Essen. Mann, bin ich hungrig. Ich auch. Ich hasse Hunger. Guten Appetit, Schlümpfe. Bist du denn gar nicht hungrig, Schnarchi? Nein, danke. Ich bin nicht sehr hungrig, wirklich nicht. Muss ein überaus langsam wirkendes Gift sein. Und ihr fühlt euch tatsächlich wohl? Aber ehrlich gesagt, Schnarchi Schlumpf, wir sind ein bisschen besorgt um dich. Du bist so aufgeregt. Und du isst nicht. Also, Mund auf! Nein, bitte. Ich bin auf einer kleinen Giftdiät. Oh, ich meine, ich glaube, ich brauche ein bisschen frische Luft. Ich muss rauskriegen, warum das nicht klappt. Schmutzige Wäsche. Ein Wasch.
krieg sie bestimmt! Ich krieg sie bestimmt! Ich mache aus dieser Brücke eine tödliche Falle für Schlümpfe. Schnarchi-Schlumpf, ich habe eine Überraschung für dich. Für mich? Ach, das war doch nicht nötig. Oh, was? Du kleiner Ekelschlumpf. Na, warte. Moment, er hat mir eine brillante Idee eingegeben. Meine lieben kleinen Schlümpfe, dies ist in der Tat ein großes Ereignis. Wir verdanken eurer harten Arbeit ein Schlumpfwerk, auf das wir alle sehr stolz sind, das uns endlich erlaubt, auf die andere Seite zu schlumpfen. Bald schon werde ich dieses widerliche Wort Schlumpf nicht mehr hören müssen. Jetzt ist der Moment gekommen, auf den ihr alle schon gewartet habt. Die drei dumm drei, meine kleinen Blaumeisen. La 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 la. Oh Mann, so ein kleiner, ehrloser, kriechender Schlumpf muss meine Sabotage sabotiert haben. Hey, Schnarchi, was tust du denn da drüben? Komm doch herüber, komm! Ach, ich muss einen neuen Plan machen. Ich muss! Ah! Was ist los? Ich weiß ja wohl, was hier los ist. Hilf, 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 ihr Schlümpfe! Ich werde dich retten, Schnarchi! Hilfe, Hilfe, rettet mich! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Achtung, schnappt ihr das Seil, Hefti! Und jetzt ziehen, Schlümpfe, ziehen, ziehen. Ist alles in Ordnung? Na ja, geht so. Was könnte denn nur die Brücke zum Einstürzen gebracht haben? Schlümpfe, ich habe erschütternde Neuigkeiten. Das heutige Unglück an der Brücke war kein Unfall. Was? Unter uns muss ein Verräter sein. Ein Verräter? Ja, wie ist denn sowas bloß möglich? Was für ein Schlumpf. Jetzt wird es hier aber mulmig. Ich werde meine Rache wohl lieber woanders hin verlegen. Oh, hey, jemand hat seinen Schwanz verloren. Oh, oh. Das ist nicht meiner. Oh, Papa Schlumpf! Ist das dein Schwanz? Schwanz? Grundgütiger Schlumpf. Der Verräter unter uns ist ein falscher Schlumpf. Dreh dich mal um. Hör auf! Was machst du an meinem Schwanz? Um zu sehen, ob dein Schwanz echt ist. Ein falscher Schlumpf hätte nicht geschrien. Beeil dich, ruf die anderen. Jetzt hab ich's. Heute Nacht, wenn sie alle schlafen, werd ich das Dorf niederbrennen. Schnarchi, komm schnell. Papa Schlumpf hat uns was Wichtiges zu sagen. Schlümpfe? Es ist ein Betrüger unter uns. Ein falscher Schlumpf mit einem falschen Schwanz. Oh. Ist dein Schwanz echt? Oh. Bist du ein falscher Schlumpf? Was machst du denn da? Also Finger da weg! Ich hab... Hey, Schnarchi! Oh. Dreh dich um! Geht mir aus dem Weg! Los, Platz machen! Hey, stopp! Das ist der falsche Schlumpf! Hinterher! Los! Los. Aufmachen! Sofort auf! Na los! Du da drin, wer bist du? Ich bin Hogata, die ebenso verrückte, die entzückende Hexe. Ich mache mir einen Zaubertrank, der mir wieder meine normale Gestalt gibt. Dann werde ich euch alle zertreten. Ich werde euch alle zertreten. Schnell, wir müssen die Tür einrennen. Noch ein bisschen mehr Krötenspucke und... Es ist fertig. Wir kommen zu spät. Jetzt hab ich euch, ihr kleinen blauen Winzlinge. Wartet mal. Ihr seid alle so groß? Nein, sondern du bist so klein. Bleib mir bloß vom Leibe. Ah!
Schnell, schlumpfen wir sie, bevor sie abhaut. Schnappt sie! Wartet, wartet, ich kann das ja alles erklären. Ich hab das ja alles nicht ernst gemeint, was ich sagte. Es war alles nur Spaß. Ich wollte wirklich einer von euch werden. Glaubt ihr eure lieben alten Tante Hogata nicht? Nein! Schaut, können wir nicht auf mein Schloss gehen und das alles gemütlich diskutieren bei warmem Giftsaft und Fliegenpilzkuchen? Oh ja, warum eigentlich nicht? Sowas vielleicht doch lieber nicht. In Ordnung, Hogata. Dies ist die Grenze unseres Landes. Oh nein, bitte. Ihr werdet mich nie wieder in eurem Dorf zu sehen kriegen. Ich verspreche es. Überschreite nie wieder unsere Grenze, du fürchterliche Hexe. Und nun mach, dass du verschwindest. Deine Winzigkeit soll dir eine Lehre sein, dein böses Leben zu ändern. Oh, danke. Oh, danke. Sie haben mich nicht das letzte Mal gesehen. Ich habe noch mehr Leben zu leben. Das werden die erleben. Ich werde es ihnen zeigen. Ich werde es ihnen zeigen. Oh, was hält diesen schwachsinnigen Geier bloß auf? Wenn dieses lausige Vieh ohne meine Zauberer- und Hexenwochenschau zurückkommt, verwandle ich ihn in einen Truthahn. Und dann werde ich ihn gut würzen und durchbraten. Oh, mein geliebter kleiner Paradiesvogel. Du hast sie. Ich wusste, du schaffst es. Oh, oh, er ist es. Harlekin, mein Held. Könnten wir nur zusammenkommen. Zusammen wären wir beide beinahe unschlagbar. Oh, oh. Oh, es muss doch eine Möglichkeit geben, ihm zu begegnen. Oh. Wieso sitze ich hier rum und warte auf seinen Besuch? Ich könnte doch einfach zu Harlekin hinfliegen. Es ist doch nur ein paar Besen oder in diesem Fall ein paar Geiermeilen entfernt. Kannst du nicht ein bisschen schneller fliegen, sonst hol dich der Geier. Siehst du, Azrael, das waren Schlümpfe. Das heißt, hier ist ein Schlumpfpfad. Und wenn sie zurückkommen, na, diese widerlichen kleinen Schlümpfe, dann werden sie hier wie die Fliegen auf dem Fliegenpapier festkleben. Achtung, da hinten kommen sie schon. Versteck dich, Azrael. Oh, klappen Sie nicht schon wieder. Oh, tut mir leid, aber ich dachte, ich hätte eben jemanden gesehen, der auf einem Geier reitet. Hm? Oh. Du hast die Stärke eines Kanarienvogels. Zu Fuß wäre ich schneller bei Harlekin. Setz mich sofort hier ab. Ich meinte nicht runterschmeißen, du blöder Vogel. Und vergiss nicht zurückzukommen, wenn du mich so pfeifen hörst. Und so schnell wie möglich, verstanden? Du Dummer. Alter Federsack, ich könnte langsam einen neuen Vogel gebrauchen. Ich höre sie kommen, Sturm damit hier. Was ist das? Haha, hab ich euch. Hogata? Wirklich witzig, Gargamel. Wirklich witzig. Und jetzt befrei mich gefälligst, du Blödmann. Du bist selbst reingetreten, also sieh zu, wie du wieder rauskommst. Du willst es so. Hoffentlich lernt sie jetzt endlich mal ihre lange Nase nicht dauernd in meine Angelegenheiten. Ah, was ist denn das? Lass mich sofort runter. Also bitte, ganz wie du willst. Ah, nein, ah. Ach, bitte, Hogata, süße kleine Hogata, lass mich gehen, bitte. Ich tue auch, was du willst. Was könnte so ein Tölpel wie du schon für mich tun? Gar nichts. Außerdem beschäftigen mich wichtigere Dinge. Ich wünschte, ich würde Harlekin dem Großen vorgestellt werden. Er ist wirklich der schönste und wunderbarste Zauberer von allen. Harlekin der Große? Oh, der gute alte Harlekin. Also du musst wissen, dass Harlekin ein sehr guter Freund von mir ist. Guter alter Harley. Gerade letzte Woche. Du kennst ihn? Wieso hast du das denn nicht gleich gesagt, mein lieber, süßer Gargamel? Aha! Du musst mich ihm vorstellen. Vielleicht, aber was springt denn für mich dabei raus? Na ja, also wenn du es so sehr auf diese kleinen Schlümpfe abgesehen hast.
Dann habe ich genau das Richtige für dich. Ja, denn ich habe eine magische Pfeife, die die Schlümpfe aus jeder Entfernung anzieht. Ach, das ist ja interessant. Lass mal sehen, lass mal sehen. Du wirst sie sehen. Erst musst du mich ihm vorstellen. Du kriegst die Pfeife erst, wenn Harlekin mich besucht hat. Was hältst du von heute Abend? Einverstanden. Komm, Azrael. Oh, Papa Schlumpf. Was machen wir, wenn Gargamel diese Pfeife wirklich kriegt? Kommt, meine lieben Schlümpfe. Wir müssen Gargamel davon abhalten, diesen Zauberer Harlekin einzuladen. Wer auch immer das ist. Oh, wie wunderbar. Mein Harlekin kommt mich besuchen. Harald! Wo ist denn mein kleines Taubileinchen? Also, diese alte Hexe will den großen Zauberer Harlekin kennenlernen. Mein guter alter Freund Harlekin der Große. Wenn sie unbedingt will, bekommt sie, wonach sie verlangt, Azrael. Wollen mal sehen. Ja, das sollte gehen. Und wenn meine Verkleidung erst komplett ist, wird diese alte Hexe mit Sicherheit keinen Unterschied feststellen. Er hat gelogen, er kennt diesen Harlekin gar nicht. Viel wichtiger ist, wir müssen sie davon abhalten, ihm die magische Pfeife zu geben. Soviel ich weiß, ist die Schloss sehr weit weg von hier, Papa Schlumpf. Nicht, wenn uns Federchen hinfliegt, Schlumpfine. Seine Federn tragen uns hin. Schnell, meine kleinen Schlümpfe. Wo haben sie nur hingetan? Wo? Oh, hier ist sie ja. Meine entzückende Spieldose. Ich hoffe, sie funktioniert noch. Oh, wie romantisch. Ja, mein heutiges Rendezvous wird wie ein Traum sein. Er wird nicht widerstehen können. Oh, dabei fällt mir meine sogenannte magische Pfeife ein. Meine Vogelpfeife, genauer gesagt. Dieser bescheuerte Dummbatz Gargamel wird es nie merken, dass sie unecht ist. So werde ich das hässliche Warzengesicht zum Narren halten. Ausgezeichnet. Und jetzt, Azrael, bist du an der Reihe. Schon gut, Azrael, es tut überhaupt nicht weh. Azrael, komm endlich. Wir können doch die liebe alte Hogata nicht so lange warten lassen. Azrael! Ah, eine kleine Krötenwarze und eine Prise Wassermolchaugen. Eine Kleinigkeit für Harlekin. Jetzt fehlt nur noch ein bisschen Parfüm. Die Essenz von zwei Stinktieren. Oh, da kann keiner widerstehen. Bin ich nicht wunderschön? Wenn Harlekin der Große nicht leicht auftaucht, dann verwandle ich diesen Dummkopf Gargamel in einen Wurm. Ach was, er ist sowieso schon ein Wurm. Oh, das wird bestimmt der liebe Harlekin sein. Oh, hallo Harlekin. Nein, so eine Überraschung aber auch. Also du bist die große Hogata. Mein lieber Freund Gargamel lässt dir schöne Grüße ausrichten und... Oh, Gargamel, das ist ja wirklich ausgesprochen nett von ihm. Nun gut, komm herein. Komm. Danke, Madame. Da ist es. Papa Schlumpf, denkst du etwa, dass Gargamel schon da ist? Wie wäre es denn mit einer kleinen Erfrischung nach der langen Reise, Harlekin, Süßer? Ja, es ist köstlich. Was ist es? Das ist eine kleine Spezialität von mir. Sie heißt Schneckenmilch. Köstlich, Madame. Vielleicht noch einen? Bleib in der Nähe, wir brauchen dich noch. Nein, danke, Madame, das war genug. Ich kann sowieso nicht lange bleiben. Papa Schlumpf, da ist die magische Pfeife. Also, ich komme nur vorbei, um die magische Pfeife für meinen alten Freund und Kollegen Gargamel den Großen zu holen. Er sagte... Was? Du willst schon wieder verschwinden? Du bist doch eben erst angekommen. Oh, komm schon, lass uns ein wenig plaudern. Setz dich. Ist das nicht bequem? Weißt du, Harlekin, dein Charme ist unwiderstehlich. Jetzt werden wir ein wenig tanzen. Oh, eigentlich tanze ich nie und ich muss jetzt wirklich gehen. Das ist doch zu schlumpfig, um wahr zu sein. Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Ich tanze heute zum ersten Mal. Wirklich? Du tanzt so? Autsch! Anmutig so. Autsch! Zärtlich! Und ich dachte nur, du wärst ein Tollpatsch.
tanzt mich regelrecht schwindelig. Geliebter Harlekin, ich glaube, ich werde ohnmächtig. Ja, mein Bart, auweia. Oh, oh, Harlekin, mein geliebter Zauberer. Gargamel hat die magische Pfeife. Schnell, wir können nicht mehr warten. Verschwinden wir, bevor er sie auch noch benutzt. Auweia, schnell weg hier. Harlekinchen, wo versteckst du dich, mein kleiner Schatz? Ich habe die magische Pfeife, Azrael, ich habe sie. Es war allerdings ein hartes Stück Arbeit, heranzukommen. Ach, ich weiß, dass du schüchtern bist, doch das ist lächerlich. Harlekin, Hallöchen. Oh, na gut, ich weiß, er kommt wieder. Ach, was für ein Mann. Und wie verliebt er ist. Aber ich weiß ja, ich habe Charme, bin außerdem bildschön. Ich habe einen Bart. Einen Bart? Ah! Oh, oh Gargamel. Wo ist er? Wo ist dieser Betrüger? Hier sind wir bestimmt sicher. Also kommt raus, ihr blauen Schufte. Kommt raus, wo immer ihr seid. Sind wir schon außerhalb der Reichweite der magischen Pfeife, Papa Schlumpf? Na, das hoffe ich doch, Schlumpfine. Oh nein! Hm? Nichts zu sehen von den Schlümpfen. Vielleicht habe ich einfach nicht laut genug gepfiffen. Schnell, da drüben ist er. Es funktioniert. Die magische Pfeife funktioniert. Was ist denn das? Die magische Pfeife? Das ist gar keine magische Pfeife, Jockey. Das ist sogar das Vogelruf. Was? Ein Vogelruf? Oh, bitte, bitte, Hogata, ich habe meine Lektion gelernt. Bitte stell das Ding ab. Aber allerliebster Harlekin, was hast du denn nur? Es spielt doch unser Liebeslied. Los, tanz, du miserabler Zauberer, du ekelhafter Dummbatz. Los, tanzen! Oh ja, selbstverständlich, selbstverständlich, Hogata. Also, das klingt wie, kommt alle mit, aber leise. Hab ich's mir doch gedacht. Das ist der Zauberhausierer und wenn man den irgendwo im Wald trifft, kann man sicher sein, dass es bald Ärger gibt. Das gibt ein Donnerwetter, Azrael. Mami wird bei Sonnenuntergang hier sein und wenn ich kein Geburtstagsgeschenk für sie habe, wird sie zur Furie werden und mich wieder in eine Kröte verwandeln. Oder noch etwas Schlimmeres. Komm, wir gehen schnell in die Stadt. Heute ist langer Samstag, das könnten wir schaffen. Ach, aua! Gargamel, gut, dass du zu Hause bist. Das freut mich sehr. Brauchst du nicht wieder Krötenmehl? Aus dem Weg, du aufdringlicher Krämer. Ich bin in Eile. Ich habe auch Talismänner und Glücksbringer. Das sind immer beliebte Geschenke. Was Besonderes für deine Mami? Soll es hübsch oder billig sein? Billig? Es ist, meine Mutter, um die es sich dreht. Hast du vielleicht etwas Günstiges da? Was willst du zahlen? Lass doch mal eben nachsehen. Ich habe noch einen ganzen Pfennig. Dann spar mal ordentlich. Bis zum nächsten Frühling, Gargamel. Bitte warte. Wir haben uns doch bis jetzt geschäftlich immer gut verstanden. Ja, das ist wahr. Bitte hilf mir doch. Ich muss unbedingt was für meine Mutti haben. Du hast Glück, dass ich im Grunde ein weiches Herz habe. Ein Ohrring? Normalerweise verkaufe ich Ohrringe nie einzeln. Aber für dich. Und Geld verliere ich auch dabei. Warte, sag mir noch, was für eine Zauberkraft der Ohrring hat. Das weiß ich auch nicht. Ich habe das Paar auf dem Flohmarkt entdeckt. Bis bald, Gargamel. Spitze, Ogatha. Ja, Spitze. Das ist das richtige Wort. Wenn ich an dich denke. Und ich denke oft an dich. Oh, du bist ja ein richtiger Verführer. Also, was willst du haben? Tut mir leid, ich brauche wirklich gar nichts. Ich habe riesige Schränke voll mit solchem Kram. Ah, diesen Ohrring, den nehme ich.
Wo ist der andere? Ich habe ihn schon verkauft, an Gargamel. An Gargamel? Kein sehr langer Flug. Los geht's, du Lama Geier. Und jetzt kratzt die Kurve, bevor ich dich in Geierfutter verwandle. War mir ein Vergnügen, liebste Freundin. Mit der Zauberkraft der Ohrringe kann ich das Dorf dieser kleinen Schlümpfe finden. Aber dafür muss ich auch den zweiten haben. Und ich habe auch schon eine Idee, wie ich Gargamel überreden werde. Ich mixe mir ein Schönheitsspray, sodass mir kein Wesen widersteht. Wer mich erblickt, ist mir verfallen. Ich werde die Schönste sein von allen. Das werde ich. Mal sehen, ob es funktioniert. Ich glaube, das ist ganz gut geworden. Allerdings dicker finde ich mich schöner. Aber für Gargamel dürfte es wohl reichen, um ihn reinzulegen. Flieg, mein Vögelchen, flieg! 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 Idiot! Oh. Oh. Bei nächster Gelegenheit tausche ich dich gegen einen Besen ein. Oje, in welcher Richtung liegt jetzt Gargis Haus? Weit ist es nicht mehr, das weiß ich. La, 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 la. Hier war ich doch schon. Oh, ich habe mich verirrt. Was soll ich jetzt machen? Moment mal. Das Moos wächst immer auf der Nordseite der Bäume. Oder war es die Südseite? Oder womöglich der Osten? Eine wunderschöne Prinzessin, Papa Schlumpf. Wir müssen ihr helfen. Sie hat sich ganz fürchterlich verlaufen. Eine Prinzessin in unserem Wald ganz allein? Das klingt merkwürdig. Bitte, Papa Schlumpf, wir müssen uns beeilen. Möglicherweise ist sie in großer Gefahr. Also gut, Schlumpfine, wir gehen. Seid dennoch vorsichtig. Dieser dämliche Gargamel muss doch hier irgendwo wohnen. Das ist es ja. Ich wusste doch, dass mein Orientierungssinn mich nicht im Stich lässt. Du musst es so sehen, Azrael. Ein Ohrring ist immerhin besser als gar keiner. Ist aber sehr früh. Ich komme, Mami. Es ist so schön, dich wie wiederzusehen. Du bist nicht zufälligerweise der attraktive, starke, tapfere, mächtige und freundliche Zauberer Gargamel. Oder etwa doch? Da sind ganz sicher ihre Fußspuren, Papa Schlumpf. Sie führen in Richtung Gargamel. Wir müssen sie retten, bevor es zu spät ist. Wer weiß, was Gargamel ihr antun würde. Wie soll ich dir jemals dafür danken? Als der Hausierer erzählte, dass du den anderen Ohrring hast, dann dachte ich, nie werde ich beide besitzen können. Und ich habe sie mir doch so sehr gewünscht. Sie sind bildschön. Oh ja, bildschön, wirklich bildschön. Ich bin ganz gerührt, dass du mir den Ohrring schenkst. Mistfee. Du bist so großzügig. Oh, du kannst alles von mir haben. Meine Liebste, meine Schönste. Wiedersehen. Halt! Warte, warte! Wer bist du? Woher kommst du? Wo steckt denn wieder dieser hässliche Labegeier? Da ist sie, Papa Schlumpf. Gargamel hat sie wohl laufen lassen. Ich kann nur hoffen, dass er ihr nichts getan hat. Das kommt mir sehr verdächtig vor. Wir folgen ihr, aber in sicherer Entfernung. Los, wach auf, du trübe Tasse. Du wirst mich gleich als die erfolgreichste Hexe erleben. Das ist ja gar keine Prinzessin. Das ist ja die alte Hexe Hogata. Was hat die denn bloß vor? Das weiß ich doch auch nicht, Handy. Dieser dumme Hausierer hatte keine Ahnung, was er mir da verkauft hat. Diese Zauberohrringe sind alles, was ich brauche, um diese lästigen Schlümpfe endgültig zu vernichten. Wir haben große Schwierigkeiten, Freunde. Hogata ist jetzt im Besitz der legendären Zauberohrringe. Sie ist dadurch in der Lage, unsere Stimmen meilenweit zu hören, ganz egal, wo wir stecken. Dann wird sie unser Dorf auch bald finden. Was können wir tun, Papa Schlumpf? Meine Liebste, meine Schönste. Ach, dieser alte Knacker. Los, zisch ab! Welch großes Glück, dich wiederzusehen. Großes Glück.
Was machst du so allein im Wald? Ich sammle wilden Honig. Sei ein Schatz und hol ihn mir. Du meinst von da ganz oben? Ich soll da rauf, mitten in den Bienenschwarm? Aber ja, ich weiß doch, wie mutig du bist. Ach, na komm schon, Asrael. Die Dame meines Herzens will Honig. Ich muss noch so lange verwandelt bleiben, bis ich ihn ganz sicher los bin. Kommt, Schlümpfe, schnell zum Dorf. Ich möchte, dass alle Schlümpfe im Haus bleiben, bis ich einen Weg gefunden habe, Hogatha zu überlisten. Bis dahin verhaltet euch ganz ruhig. Hier oben ist der ideale Platz, um die Ohrringe auszuprobieren. Wie war das doch gleich? Du Zauberkraft an jedem Ohr, bring die Stimmen des Waldes hervor. Ja, fabelhaft. Die Ohrringe funktionieren ganz ausgezeichnet. Papa Schlumpf, ich vermisse Fauli. Wo kann er denn nur sein? Ja, wo ist Fauli? Endlich, ich höre einen. Schlümpfe, jetzt seid ihr erledigt. Beeil dich, Harmonie. Nur du kannst uns noch retten. Ja, schnarch schön laut und kräftig weiter. So führst du mich ganz schnell ins Schlumpfdorf. Spiel jetzt, Harmonie, spiel. Hör nicht auf, Harmonie. Die Ohrringe lassen sich nicht abnehmen, solange sie Töne empfangen. Ich hab's gleich geschafft, Asrael. Keine Sorge. Ich muss nur noch mal kräftig mit dem Stock gegen den Ast klopfen. Ja. Ah! Ja! Asrael, hast du es auch gesehen eben? Das ist ja wieder meine wunderschöne Freundin. Hogatha? Hogatha? Ich bin doch nicht Hogatha. Ich bin deine kleine, liebreizende... Oh, Moment mal. Oh, Schreck. Oh, nein. Der Zauber war wohl nicht ganz wasserfest. Du hast mich also zum Narren gehalten, du altes Scheusal. Warte, ich werde dich... Ein altes Scheusal. Dieser Schmarotzer würde nicht mal eine echte Schönheit erkennen, wenn sie ihm ins Gesicht schnauft. Nach Hause, Harold. Wir merken's, wenn wir nicht erwünscht sind. Weißt du, was das Schlimmste an der Sache ist, Asrael? Jetzt habe ich kein Geburtstagsgeschenk für meine Mami. Kein Geburtstagsgeschenk für Mami? Du gemeiner, verwöhnter Lümmel! Lieber hätte ich ein Warzenschwein zum Sohn als dich! Nein, nicht doch, Mami. Bitte, bitte, lass es mich erklären. Ja, ein Warzenschwein. Warum nicht zu tun. Man sagt, die Arbeit einer Frau nimmt nie ein Ende. Wie war, wie war? Ja, ja, ich weiß. Ach, du liebe Zeit, jetzt muss ich mich aber beeilen. Denn alle Blätter im Wald müssen spätestens bis Erntedank rot gefärbt sein. Wenn ich nicht aufpasse, ist es zu spät. Zeit, 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 wo ist sie nur hin? Ach, ich habe schon im Sommer zu viel Zeit verbraucht. Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck. Ja, ja, doch, ich weiß. Na, du siehst doch, dass ich mich beeile. So, jetzt bin ich soweit. Also gehen wir.
So ist richtig, ja, so ist richtig. Stellt ihn in 90 Grad zur Mitte ab. Ja, so ist gut. Sehr schön. Blum, 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 blum. Das ist eine Geburtstagstorte. Einfach köstlich. Man stelle sich vor, dieser Jokey hat doch tatsächlich zum Erntedankfest Geburtstag. Oje, oje. Was ist denn das? Das ist eine Überraschung. Junge, Junge, ich frage mich. Ich hätte es wissen müssen, dass er mich reinlegt. Na, Jokey, ist es nicht wunderbar, dass du zum Erntedankfest Geburtstag hast? Nur wenige Schlümpfe haben so viel Glück wie ich, Papa Schlumpf. Ich wette, es gibt niemanden sonst im ganzen Wald. Niemanden sonst in der ganzen Welt, der am Erntedankfest Geburtstag hat. Nun ja, Jokey. Zwar keinen Schlumpf, aber einen Menschen schon. Geburtstag? Wer braucht schon Geburtstag? Und dann noch an Erntedank Geburtstag zu haben, ist einfach zu blöd. Ich weiß nicht, was Mami sich dabei gedacht hat. Also hier gibt's auf jeden Fall keine Feier. Gab's nie und wird's nie geben. Erntedank, bäh, Geburtstag, bäh. Nur daran zu denken, dass diese erbärmlichen Schlümpfe eine Party geoutscht haben. Blöde Fliege, nur daran zu denken, dass diese kleinen blauen Biester jetzt feiern und sich für eine gute Ernte bedanken. Da kommt mir doch gleich das... Ich werde sie ernten, ich werde ihre kleinen blauen Köpfe wegernten. Hört endlich auf mit all diesem Glücklichsein. Hört auf, habt ihr verstanden? Na ja, vielleicht schickt Mami mir wenigstens ein paar alte Rosinen. Letztes Jahr hat sie das noch gemacht. Ja, das hat sie. Und eins für Totti und eins für Beauty und eins für Hefti und eins für Schlumpfine und eins für... und eins für... Oh, ich liebe das Erntedankfest. Du nicht auch, Harold? Du glaubst gar nicht, wie ich mich darauf freue, die kleinen Kinder zu erschrecken. Vielleicht weinen sie ja sogar. Na, jedenfalls werden sie sich ganz schön erschrecken. Manchmal brauchen die lieben kleinen Jahre, um darüber hinwegzukommen. Und einige von ihnen schaffen es nie. Ja, mein Freund. Bald werden wir über den erntedankfesten Mund fliegen und auf die schlafenden Dörfer herabschießen. Lass sie ruhig ihren Knoblauch verteilen, ihre Gebete aufsagen, lass sie tun, was sie wollen. Denn gegen Hogata, die Hexe, gibt es kein Abwehrmittel. Fauli Schlumpf, bring bitte Jokeys Karre in den Wald und sieh zu, dass du ein paar rote Blätter für die Dekoration findest, ja? Ja, Papa Schlumpf. Und beeil dich, denn Jokeys Geburtstagsfeier ist bald. Ja, Papa Schlumpf. Wie ich bereits gesagt habe, Papa Schlumpf, Faulis Absendersinn für sozial motivierte Verantwortung ist einfach erschreckend. Gerade neulich, da erzählte ich Schlumpfine, dass... Papa Schlumpf! Auf Wiedersehen! Gute Reise! Oh, ich sehe sie wirklich äußerst ungern ziehen. Aber Gott sei Dank weiß ich ja, dass sie zurückkommen werden. Ach, Moment mal, wo war ich denn gerade stehen geblieben? Ach ja, die Blätter. Oh, die sind mir aber gut gelungen. Das wär's. Meine Lieben, es tut mir ja so leid, denn ihr seht augenblicklich ja besonders hübsch aus. Aber die Zeit bleibt leider nicht stehen. Schlaft schön, meine Kleinen. Schlaft bis zum nächsten Jahr. Oh, diese elenden Rührseligkeiten. Was ist denn jetzt? Will etwa irgendein schwachsinniges Kind ein Erntedankgeschenk? Also gut, ich werde ihm was geben, und zwar mit meinem Stock auf die Finger. Ja? Ja, was haben wir denn da? Hat sich etwa doch jemand an meinen Geburtstag erinnert? Mal sehen, was drin ist. Von wem könnte es wohl sein? Von Mami? Vom Paten? Ich wüsste es wirklich zu gern. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Gargamel. Oh, herzlichen Glückwunsch. Die wollten mich demütigen. Wartet nur, ich werde es euch zeigen. Ich werde euch ein Geschenk verpassen. Oh ja, weit und breit kein rotes Blatt in Sicht. Diese Arbeit hat mich ganz müde gemacht.
Ein kleines Schläfchen wäre nicht schlecht. Vielleicht sind die Blätter ja rot, wenn ich wieder aufwache. Du nutzlose Katze, lässt ihn einfach entkommen. Wo ist denn... da ist es ja. Ich werde den elenden Schlümpfen zeigen, sich über meinen Geburtstag lustig zu machen. Wartet nur, dieses Erntedankfest werdet ihr nicht vergessen. Niemals! Und jetzt schlaft gut. Oh, ich liebe dieses Fleckchen Erde. Was? Hey! Oh, hey, aber was ist denn hier los? Ich bin ja ganz rot. Oh je, oh je. Was ist denn bloß mit mir passiert? Na ja, verstehst du, ich... Na, hat man schon hier einen roten Schlumpf gesehen? Oh je, oh je, oh je. Oh, oh, sieh mich doch an, sieh mich doch an. Es tut mir ja so unendlich leid, wirklich. Tu etwas. Kannst du denn nicht irgendwas tun? Nun ja, ich würde ja gern, aber verstehst du? Der Herbst kann nicht warten, was soll ich machen? Ich kann dich mit einem roten Zauberstab nicht blau machen. Ach, du meine Güte. Einen blauen Zauberstab besitze ich gar nicht. Welche Farben hast du dann? Also, es gibt einen roten, wie du festgestellt hast, einen weißen, einen gelben und einen grünen. Wie wär's denn mit grün? Blau. Oh, du armer Kleiner. Du musst jetzt sofort etwas unternehmen. Ich kann jetzt aber nichts unternehmen, mein Kleiner. Ich habe zu arbeiten. Der Herbst kann leider nicht warten. Und Vaterzeit besteht nun mal darauf. Und du kannst es nicht rückgängig machen. Ein roter Zauberstab ist nun mal ein roter Zauberstab. Vielleicht, wenn ich fertig bin. Vielleicht diesen Winter. Vielleicht nächsten Frühling. Allerspätestens. Du läufst jetzt einfach nach Hause und wartest dort auf mich. Ich verspreche dir, ich komme so schnell ich kann. Aber alles der Reihe nach, verstehst du? Das ist ja alles ganz schrecklich. Sieh mich doch an, so kann ich mich nie wieder zu Hause sehen lassen. Alle würden mich auslachen. Anfangsbuchstaben eures Namens versehen. Der nächste, bitte. Man sollte es doch nicht glauben, dass eine Gruppe absolut gesunder Schlümpfe solche Dummköpfe sein könnte. Weiter. Oh, toll. Joki, finde ich aber wirklich nett von dir, dass du mir zu deinem Geburtstag ein Geschenk überreichst. Wirklich, überaus nett von dir. Weiter! Der nächste! Ganz toll! Junge, was für ein Tag heute! Schon mein zweites Geschenk! Ich teile mir meins mit Babyschlumpf! Jetzt J. J? Das bin ich ja. Der nächste. F. F. Fauli. Hat irgendjemand Fauli gesehen? Vor Stunden habe ich ihn losgeschickt, Herbstblätter zu sammeln. Eine Party zu verpassen sieht ihm gar nicht ähnlich. Vini, Vini, bring über die Schlümpfe die Plage. Lass es in Strömen regnen, weil ich es sage. Regen? Oh nein, auch das noch. Vielleicht wäscht er ja das Ruder. Wäre doch möglich, denn so wie ich aussehe, kann ich nicht nach Hause gehen. So wie ich aussehe, kann ich einfach nicht nach Hause gehen. Verdammt!
nochmal am Erntedankfest sollte es eigentlich nicht regnen. Keine meiner Karten hat Regen vorausgesagt. Irgendetwas stimmt hier nicht. Irgendetwas stimmt wirklich nicht. Ich hasse Regen. Am Erntedankfest regnet es nie und auch nicht am Geburtstag eines Schlumpfs. Aber Schlumpf, glaubst du, dass Fauli allein in diesem Sturm zurechtkommt? Ich nehme an, du findest, dass ich übertrieben habe, hä? Ja! Flieg schneller, du dummer Vogel. Siehst du denn nicht, dass wir an Höhe verlieren? Ah! Ich wusste doch, ich hätte den Besen nehmen sollen. Also gut, ich bin deiner Meinung, ich habe übertrieben. Nicht lachen, es ist schlimm genug. Ich schniere mich ja so fürchterlich. Wenn ich ein bisschen schlafe, dann geht's vielleicht. Oh, Gata! Was geht denn da oben vor? Wer ist da? Ich bin's. Wer? Hogata! Gargamel! Was tust du da oben, du hässliches altes Weib? Altes Weib? Schönes Wetter heute, was? Ein sehr schönes Beispiel für meine überlegene Zauberkunst. Findest du nicht? Das ist also dein Werk. Deinetwegen verpasse ich Erntedankfest. Du hast mir den ganzen Abend kaputt gemacht. Warum? Warum? Nur um diese blöden Schlümpfe zu ärgern. Ist dir nicht klar, dass ich ein ganzes Jahr damit verbracht habe, mich auf diesen Abend vorzubereiten? Und ist dir nicht klar, dass die kleinen Kinder sogar enttäuscht sein könnten, wenn ich nicht meine Runden mache? Weil sie es nämlich gern haben, erschreckt zu werden. Verstehst du, Vaterzeit? Diese arme kleine Kreatur ist vollkommen rot. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Er schämt sich so fürchterlich. Wahrscheinlich wird er Jokis Geburtstagsparty verpassen. Du weißt genau, dass man die Zeit nicht zurückdrehen kann, Mutter Natur. Diese Idee ist einfach absurd. Meine eigene Schuld. Ich hätte nachsehen müssen, bevor ich anfing. Es muss doch irgendetwas geben, was wir tun können, Vaterzeit. Also weißt du, du könntest es doch wenigstens mal versuchen, oder? Du meinst die Zeit zurückdrehen? Mutter Natur, das ist eine ernste Angelegenheit. Mehr als ernst. Glaube mir, es ist einfach nicht machbar. Vielleicht könntest du ja meine anderen Zauberstäbe holen. Mutter, ich bitte dich. Ich habe wichtigere Dinge zu tun, als Zauberstäbe zu holen. Übrigens, im Schrank steht ein kleines Glas Schlumpfbeerenmarmelade. Ach, tatsächlich? Fang ihn aus, Alter. Tja, was ist denn das? Was haben wir denn da? Einen roten Schlumpf, einen Rotschlumpf. Also, was hast du mir zu sagen? Ich frage mich, wie das wohl geschehen ist. Ob dieser Zustand womöglich auch die chemische Zusammensetzung verändert hat. Er gehört mir, hörst du? Du glaubst doch nicht etwa, dass ein roter Schlumpf ein Äquivalent für 6 blaue ist. Ich hab ihn zuerst gesehen. Nein, der gehört mir. Hefti, du gehst mit einer Gruppe zu Gargamel und schaust nach, ob er dort ist. Ja, Papa Schlumpf. Schlumpfine, du stellst eine Gruppe zusammen, die mit mir kommt. Wir werden den Wald absuchen. Ja, Papa Schlumpf. Und alle übrigen? Ja, Papa Schlumpf. Klappt die Regenschirme wieder zusammen. Ja, Papa Schlumpf. Aber meine liebe Hogata, warum erledige ich die vernünftige Leute? Wenn du ihn mir nicht sofort gibst, verwandle ich dich in eine Kröte. Wir könnten ihn doch teilen. Was heißt teilen? Wir könnten beide Nutzen von ihm ziehen. Aber schneiden wir ihn in 2 Teile? Ja gut, denke ich. Und wo wollen wir das erledigen? Bei dir oder bei mir? Dein Vogel ist offensichtlich nicht in der Lage zu fliegen und zum Laufen ist es zu weit. Im Übrigen machen mir meine Hühneraugen Ärger. Ich trau dir nicht, Gargamel. Also gib ihn mir, ich hab ihn gefunden. Er gehört mir. Ich verwandle dich in eine Kröte. Du hast ja gar keinen Zauberstab. Fauli! Er ist nicht hier. Ach, Mutter, deine Marmelade ist einfach wunderbar. Es ist vollbracht. Oh, wie wunderschön. Jetzt
muss ich mich aber beeilen und Papa Schlumpf von dem armen Fauli erzählen. Oh, ich wünschte, Vater Zeit würde es sich noch einmal überlegen. Oh, beeil dich, ich halte es nicht mehr aus. Hefti, was sollen wir jetzt machen? Weiß nicht. Ich hasse Weiß nicht. Ogata, die böseste aller Hexen? Juhu! Was? Und Fauli Schlumpf ist rot? Juhu! Ist ja unglaublich. Beeilung, meine Schlümpfe, die Zeit ist knapp. Fauli ist in großer Gefahr. Oh, Papa Schlumpf, hier ist seine Karre. Ich glaub's nicht, er ist eingeschlafen. Was geht hier vor? Sie wollen unseren Fauli in zwei Hälften sehen. Oh nein, das werden Sie nicht. Die Idee ist einfach lächerlich. Und was ist daran so lächerlich? Nun, ich habe darüber nachgedacht. Ein roter Schlumpf ist eine absolute Rarität. Da gibt's doch eine Menge Möglichkeiten. Getrocknet und pulverisiert zum Beispiel könnte er ein gutes Chili-Pulver abgeben. Und wer sagt überhaupt, dass das ein Schlumpf ist? Ich habe noch nie einen roten Schlumpf gesehen. Ach, hör auf, mach endlich weiter. Oh, Papa Schlumpf, irgendetwas müssen wir doch tun. Hefti, die Decke. Ich sage dir, Hogata, es ist ein Fehler. Wenn uns nichts Besseres einfällt, könnten wir wenigstens Lösegeld fordern. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die blauen Schlümpfe hier auftauchen. Mach jetzt endlich weiter. Gargamel, gib mir die Säge. Jetzt hör mal zu, du altes Weib. Dieser Schlumpf, egal welche Farbe er hat, ist als Ganzer mehr wert als in zwei Teilen. Ich weigere mich, diesen bescheuerten Plan auszuführen. Da, ein Schlumpf! Oh, und hier ist noch einer! Jetzt! Hab ich euch! Sein. Rot, grün, lila ist doch egal. Es ist lediglich der Schlumpf, der zählt. Wie ich immer zu Papa Schlumpf sage. Laubi, bitte. Mutter Natur hat's nicht böse gemeint. Sie hat mir das Erntedankfest kaputt gemacht. Hat sie nicht. Sie ist doch mal im Sinne des Positivismus. Jetzt brauchst du kein Kostüm mehr. Laubi. Oh, vielleicht hat das Rotsein noch einige Vorteile, an die du noch gar nicht gedacht hast, wie... Laubi. Aber du musst ihm helfen. Mutter, ich hab dir doch gesagt, da kann ich nichts machen. Aber es ist doch nur ein armer, kleiner Schlumpf. Sicher kannst du da was machen. Also wirklich, Vater Zeit, bei dir klingt das Einfachste so... Bist du sicher, dass du genug gegessen hast? Es gibt noch viel mehr von der Marmelade. Mehr Marmelade? Ja, viel mehr Marmelade. Mutter Natur, du bist wirklich sehr überzeugend. Na gut, meine Liebe, dieses eine Mal werde ich's tun. Vaterzeit, du vollbringst wirklich wahre Wunder. Roter Zauberstab, weißer Zauberstab, grüner und gelber. Nur einen kleinen Burschen gilt zu verwandeln, nicht die Welt selber. Sieh's doch mal so. So eine Verkleidung kann ja auch ein Segen sein, verstehst du? Papa Schlumpf! Was ist denn hier los? Ich weiß nicht genau, Papa Schlumpf. Gerade saß er noch mitten unter uns plötzlich. Ich hasse plötzlich. Oh! Oh, ich bin endlich wieder ich. Ich bin blau. Ja! Ja! Ja. Danke, Mutter Natur, wo immer du auch bist. Und ein fröhliches Erntedankfest. Jetzt ist aber Zeit für die Party. Jetzt ist es Zeit für ein Schläfchen, wenn ihr mich fragt.
Regnet Donnerwetter.